Wir brauchen Persönlichkeiten im Handel. Ne? Wir brauchen Leute, die uns nach vorne bringen. Und das sieht man nicht unbedingt immer an den Schulnoten. Personal, Marketing, Vertrieb. Alles entscheidend, damit eine Filiale läuft. Das Studium Handelsbetriebswirtschaft bereitet Studierende auf die vielseitigen Aufgaben vor. Im Prinzip dürfen sie ab dem ersten Tag ran, weil sie haben Kundenkontakt und das ist auch schon verantwortungsvoll. Aber ich sag mal so, in der zweiten Praxisphase fangen die halt schon an mit der Stellvertretung, dass sie den Filialleiter unterstützen. Dann haben sie schon Kontakt zu Mitarbeitern, machen sie auch schon mal eine Schichtführung, sind verantwortlich für die Filialführung, wie Umsatz, Abschriften, Inventur. Das sind ganz wichtige Zahlen, mit denen dann die Studenten schon arbeiten. Gefragte Fähigkeiten. Mathematik, Interesse an Wirtschaft, Recht und Handel, sichere Englischkenntnisse. Ja, ich mache jetzt gerade die Bestellung für morgen früh. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben heute schon 7 Collies verkauft und würde jetzt morgen einfach nochmal 12 neue Collies Erdbeeren bestellen. Die haben jetzt ja gerade die Erdbeersaison und dann haben wir morgen auch wieder gute und frische Qualität der Erdbeeren zu handeln. Das Studium dauert 6 bis 8 Semester und findet an Fachhochschulen oder Berufsakademien statt. In der dualen Form, zusätzlich im Betrieb. Voraussetzung ist mindestens die Fachhochschulreife. Studieninhalte: Management und Controlling, Einkauf und Finanzierung, Personalführung, Rechnungswesen. Zum einen haben wir die ganz normalen BWL-Fächer wie Statistik, Kosten-Leistungsrechnung. Dann haben wir aber natürlich auch ein bisschen speziellere Fächer, dass wir wissen, wie können wir die Artikel am besten präsentieren und wie spricht es die Kunden am besten an. Beim Kunden ist es meistens so, dass die Ware besser verkauft wird, wenn sie auf Augenhöhe präsentiert wird. Das heißt, ich sehe zuerst, wenn ich auf das Regal schaue, unsere Eigenmarke und die Markenprodukte sind eher weiter unten. Da schaut man dann eher später hin. Karrieremöglichkeiten. Beschäftigung, zum Beispiel Einkauf, Unternehmensführung, weiterführendes Studium, zum Beispiel internationale Wirtschaft, Marketing, Vertrieb. Die Studiengangsbezeichnung kann ganz unterschiedlich sein, beispielsweise Global Trade Management oder Betriebswirtschaft Handel. Also klar ist ein bisschen Fingerspitzengefühl und Erfahrungswerte spielen einfach eine große Rolle. Wichtig ist, wenn ich BWL studieren will, sollte ich mich für Mathe interessieren. Das wird häufig unterschätzt. Im Umgang mit Menschen, das sollte einem nicht fremd sein, da sollte man Spaß dran haben, sei es der Umgang mit Kunden, sei es auch der Umgang mit den Mitarbeitern. Einfach Spaß am Handel.